Liebe Schwestern und Brüder, es ist gerade dieses Evangelium des Matthäus, das nach dem Zeugnis der alten Kirche genau auf diesen Jünger zurückgeht. Schon 130 nach Christus bezeugt das Bischof Papias in einem Schreiben. Es ist genau dieses Evangelium, das uns mit der Berufung des Evangelisten ein Paradox des Glaubens deutlich macht, so hat es Benedikt XVI. Einmal ausgedrückt. Dass gerade die Menschen, die am meisten abseits stehen und am meisten entfernt zu sein scheinen von Heil und Heilung, dass wenn sie mit der Heilung in Berührung kommen, mit dem Wort Christi, dass es sie besonders intensiv berührt, erreicht und dann umkehren lässt. Dass diese Bekehrung besonders stark ist. Es bleibt bei aller Heilung ein Bewusstsein, dass die Sünder gerufen sind. Und es ist gut, dass wir uns daran erinnern, egal welche Aufgabe und welchen Stand wir in der Kirche haben, dass wir als Sünder gerufen wurden, alle. Niemand ist als Gerechter gerufen worden. Alle sind als Sünder gerufen worden. Paulus vertieft das in diesem Abschnitt aus dem Epheserbrief, den wir gehört haben. Er bemüht sich seiner Gemeinde wie allen Gemeinden, also auch uns, in Erinnerung zu rufen, dass wir uns um die Einheit zu mühen, die Einheit des Geistes zu mühen haben, weil es eine gemeinsame Basis gibt, die Berufung. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung, und wir können im Sinn des Matthäus ergänzen, eure Berufung als Sünder zu Gerechtigkeit und Heiligkeit, auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Und in dieser Berufung auf der gemeinsamen Basis, dass alle Sünder sind, gibt es unterschiedliche Gaben. Paulus sagt das hier, wenn man so will, umschreibend, aber auch sehr deutlich. Es gibt Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, damit der Dienst der Verkündigung geschehen kann und die Einheit bewahrt wird. Wir tun uns heute schwer damit. Wir leben in Zeiten sogenannter flacher Hierarchien. Aber schon Paulus macht es hier deutlich und auch Matthäus wusste es und es geht auf Christus zurück. Kirche ohne Hierarchie ist nicht möglich, weil es um die Einheit geht. Immer im Wissen um die eine gemeinsame Berufung als Sünder. Aber dann auch in der unterschiedlichen Ausprägung der Aufgaben. Wir sind eben in der Kirche alle gleich, insofern wir Sünder sind und berufen. Aber genau aus dieser Berufung ergeben sich unterschiedliche Aufgaben. Beides zusammen, was heute vielen auch als ein Paradox erscheint, ist notwendig, wie Paulus sagt, für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen.